Ja, hallo liebe Freunde meines Kanals und willkommen hier zurück zu Minecraft Sommerland. Mit der Draki geht es hier weiter an unserer, ja, kleinen Sommerlandwelt. Ja. Die mir ziemlich gefällt, aber ich muss wie immer noch ein paar letzte Handgriffe machen. Auf jeden Fall will ich hier heute mal ein paar Fenster ins Gasthaus reinbringen. Die Küche muss noch ihre Form kriegen und ja, dann denke ich mal, sind wir hier auch demnächst auf einem guten Weg, zumindest schon mal mit dem nächsten Gebäude anzufangen. Wollte ich dir auch gerade schon noch vorschlagen, wie es ja mit ein, zwei Fenstern wäre, weil es ganz schön düster in deinem Gasthaus. Ja, es ist echt düster. Wieso kann ich jetzt mir gerade das Baumaterial selbst nicht ins Inventar legen? Bin gerade verwirrt. Hä? Oder mein Inventar ist natürlich auch einfach voll. Haha. Aber gut, ich habe hier noch ein bisschen hellblaues Glas. Das können wir ja auch benutzen, oder? Ja, das sieht ganz gut aus. So. Jetzt sorgen wir hier nämlich mal dafür, dass ein bisschen Licht uns alle erhält. In dieser dunklen Zeit. Des Schreckens und der Tyrannei. Uiuiuiuiui, das klingt ja sehr hochtreibend, was du da von dir gibst. Ja, das ist hier auf jeden Fall cool. So, jetzt mache ich zwar ein bisschen was am Dach kaputt, aber ich schaue mir gleich an, wie das Ganze aussieht. So. Immerhin ist es jetzt etwas wohnlicher hier in unserer Gaststube. Hier sollen ja auch die Gäste angelockt werden und nicht vergrault. Ja, ich finde, das ist gut. Das gibt dem Ganzen noch einen schönen Schliff. Jetzt kommt hier noch ein Fenster rein. Und dann hätten wir zumindest schon mal die obere Etage versorgt. Wie ich finde, gar nicht mal so hässlich. Ich glaube, wenn ich jetzt hier weitermache, komme ich gleich an mein Bücherregal ran. Yep, genau mit dem letzten Block. Deswegen, ja, werden eben die Bücher gekürzt, gibt es eben weniger zu lesen. Warum sollte man auch lesen? Es ist ja schließlich eine Fantasy-Welt. Da muss man ja Abenteuer erleben und Drachen bekämpfen. Aber vielleicht muss man ja vorher ein Wie töte ich effektiv Drachen-Buch lesen. Ach, Quatsch. Quatsch mit Soße. Das wird alles hier spontan gelernt. Also quasi Learning by Doing. Richtig, richtig. Das einzige Buch, was da noch gebraucht wird, ist Prinzessinnen retten für Dummies. So. Ja, es sieht doch gleich viel wohnlicher aus hier. So, ja, ich wollte heute mal ein bisschen Schleichwerbung bei mir machen, nämlich die Draki, die ist mir fremdgegangen, die ist in einem neuen Minecraft-Projekt unterwegs, nämlich Minecraft Asylum, und ich zwinge sie jetzt einfach dazu, heute ein bisschen was darüber zu erzählen. Erstmal meine Kuh nach draußen. Ja, was soll ich dazu erzählen? Also das ist natürlich nicht, das Spiel selbst ist nicht Minecraft Asylum, sondern Asylum ist der Projektname und wird gespielt in der Minecraft Mod, beziehungsweise in dem Mod Pack ist es, glaube ich, mal wieder. Ether 2 oder Ether? Ether, glaube ich. Ether heißt das, glaube ich. Ich glaube, dass es Ether heißt, weil es ja aus dem Englischen kommt. Ist ja kein deutsches Modpack. Ist wohl wahr, ja. Oh, es gibt neue Türen, sehr schön. Das ist Ezra spielt grundsätzlich im Himmel, sag ich mal. Also wenn du stirbst, kommst du theoretisch in diese Welt. Also so ganz rein theoretisch und theopraktisch sind wir alle schon tot, wie wir da spielen. Okay. Spielt halt im Himmel, dadurch hat man halt so ganz witzige Features wie geflügelte Schweine und Kühe. Okay. Entsprechend, die man auch dann entsprechend natürlich reiten kann. Bin ich grundsätzlich eigentlich total knuffisch. Plant es eigentlich auch, dass wir wöchentliche Challenges machen, aber ich denke mal, das passiert dann, wenn alle eingestiegen sind ins Projekt. Denn eigentlich besteht das Projekt aus, lass mich mal schnell zählen, ich glaube ursprünglich waren es mal 8, einer ist schon ausgestiegen wegen technischen Problemen, dann waren es noch 7, ob die 7 alle noch komplett dabei sind, da habe ich gerade gar keinen Überblick drüber. Okay. Und wer macht da alles so mit? Na, wer auf jeden Fall noch dabei sind, das sind der Tick, der Raptor,
Ja, Liscario, der Gauk, Ari, soweit ich weiß, die ist aber, glaube ich, hat aber, glaube ich, auch bis jetzt es noch nicht geschafft, was auszunehmen. Wir sind da noch relativ locker in der, wie einem Wann auf und so weiter. Und ich glaube, die Eule ist auch mit dabei, des Mystics. Okay. Ja, man muss ja jetzt auch nicht, sag ich mal, zwingend alles dann gleich hyperprofessionell hochziehen. Ich Ja, mag nee, das ach. sogar persönlich sehr, wenn man auch mal ein Projekt hat, wo man mal ein bisschen lockerer rangehen kann. So wie wir das ja auch eigentlich hier bei Sommerland machen. Wir sind da ja auch nicht so, dass wir jetzt sagen, wir müssen in diesen und diesem Turnus aufnehmen. Also einige machen das natürlich. Drake und ich, wir machen das weniger, weil wir immer noch so zwei Leute sind, die sagen, hey, uns ist auch noch der Spaß an der Sache, die Lust ganz wichtig. Und die kommt natürlich davon, wenn man keine Zwänge oder sowas hat. So, und jetzt habe ich hier auch eigentlich schon fast mein Häuslein ganz schön gemacht. Also grundsätzlich geht es einfach darum, dass das so, ich sag mal, das klingt jetzt ein bisschen nach Hexit, also nach so einer Abenteuer-Modifikation. Ja, tatsächlich gibt es auch zum Beispiel Dungeons. Der Tick hat neulich sogar eins gefunden und auf dem Weg dahin sind wir alle gestorben. Es geht ja gut los. Ja. Du, es ist aber ganz furchtbar bei Ezza, also Ezza 2 in dem Fall. Ich spare mir jetzt einfach im Laufen im Folgenden die 2, weil es mir zu nervig. Gibt so unwahrscheinlich fies, üble, garstige, ich komme hier nicht mehr raus. Monster in der Nacht. Also die gibt es Ja. eigentlich immer, aber man kennt das ja aus Minecraft, dass sie nachts aggressiv werden. Und die bringen dich so um. Das ist so furchtbar. Okay. Entschuldigung, den Themenwechsel, aber hier badet gerade ein Huhn, das hat mich zum Lachen gebracht. Badet das zweite Huhn auch, das sieht sehr lustig aus. Ja, was wollte ich sagen? Da gibt es halt diese unwahrscheinlich fiesen Monster, die dich vergiften. Ja, ich weiß, man kann in Minecraft an der Vergiftung nicht sterben, aber an den Giftpfeilen, die nochmal extra Schaden machen, wenn sie dich treffen. Wenn du dann aufgrund des Giftes schon nur noch ein halbes Herz hast, dann ist halt vorbei. Okay. Ja, das klingt natürlich jetzt nicht unbedingt freundlich, aber dadurch kommt ja auch dann so ein bisschen Spannung auf. Wir hatten das ja auch mal probiert mit Minecraft Hexit. Allerdings, leider waren wir da, glaube ich, noch ein bisschen zu noobig. Man sind wir jetzt ja immer noch, vor allem ich, aber ich glaube, damals waren wir noch sehr, sehr noobig. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, in Ezza geht es mir nicht anders. Aber, ohne Scheiß, sag ich Ja. mal, ne? Hoppala. War jetzt nicht so geplant. Bei Aether sind die Monster fieser. Okay. In Hexit kämpfst du, hast du es ja in aller Regel meistens doch noch mit den relativ normalen, klassischen Minecraft-Monstern zu tun, sprich Zombies, Ja. Tralala und so weiter, die nichts anderes tun, also kaum was anderes tun, als gegen dich zu laufen und dir dann damit Schaden zu machen. Bei Ezza, wie gesagt, hast du diese Giftpfeilviecher. Okay. Und ganz garstig auch diese dummen Wolken. Dumme Wolken, okay. Klingt komisch, ist aber so, es gibt Wolken in Ezza, logisch, wir sind ja im Himmel. Ja. Und die haben verschiedene Garstigkeiten, die sie so tun. Es gibt Okay. die ganz einfachen Wolken, pusten dich einfach nur so durch die Gegend, was aber durchaus schlechtestenfalls schon dazu führen kann, dass du halt irgendwo runterfällst, was auch in der Regel deinen sicheren Tod bedeutet. Mir fällt gerade was auf. Es gibt aber auch ganz, ganz garstige Wolken, die machen so Gewitter. Und mit Gewitter, wenn du von einem Blitz da getroffen wirst oder von einem Frostbite, wie sich das nennt, bist du halt auch ganz schnell hinüber. Okay, und das sind jetzt einfach so Wolken, kann ich mir vorstellen, wie so eine Minecraft-Wolke oder wie kann ich mir Nee, die das jetzt sind schon als Laie weniger vorstellen? durchsichtig und haben ein wunderhübsches Muster auf dem Rücken. Ein wunderhübsches Muster auf dem Rücken. Ja, so ein, sag jetzt mal ganz platt, griechisch anmutendes Muster. Okay. Haben die so auf dem Rücken, so mehr oder weniger geschnörkeltes. Weißen haben halt ein goldenes Muster, die schwarzen, dunkelblauen, wie auch immer, haben ein hellblaues Muster. Das ist jetzt aber, glaube ich, relativ wenig interessant, wie die Wolken aussehen. Aber die sind halt schon massiv, sag ich mal, wie Monster. Okay. Ne, nicht so durchsichtig hier wie normale Minecraft-Wolken. Und wie gesagt, die einen pusten dich durch die Gegend, die anderen machen einfach nur ganz garstig fiesen Schaden, was aber
definitiv schon schlimm genug ist. Ja, das glaube ich, das klingt auch irgendwie schon ziemlich böse. Ja, ist So. es auch. Also die Monster sind da auf jeden Fall hochgradig mies, muss man mal sagen. Es gibt dafür auch noch andere neutrale Figürchen, die alle irgendwie allesamt irgendwie ganz putzig sind. Zum Beispiel die geflügelten Schweine und Kühe. Geflügelte Schweine und Kühe. Ja, die kann man auch reiten. Okay. Das heißt, in Ezra ist es natürlich die Aussage, ja, wenn Schweine fliegen, klappt nicht. Okay. Krasse Sache. Und das Ganze kann Ja. man natürlich bei dir auf deinem Kanal bewundern. Ja, richtig, bei den anderen auch. So, sehr schön. Ja, Minecraft Adder könnt ihr ja mal, oder Aether oder Aether, könnt ihr mal vorbeischauen. Asylum nennt sich das Ganze bei der Draki auf dem Kanal. Ja, findet ihr einfach bei der Draki auf dem Kanal. So, und ich habe jetzt hier gerade meine Küche mal ein bisschen reingebaut. So dieses, was ich jetzt hier dann so Küche nennen werde. Oh Gott, hier ist immer noch kein richtiges Fundament drunter. So, das ist noch keine richtige Wertarbeit. Ich habe jetzt hier so einen kleinen Gastraum nebenbei reingebaut. Also hier ist eine schöne Sitzgelegenheit, einen schönen Tisch, wie ich finde. Habe auch das Problem mit dem Tischfuß, finde ich, ganz gut gelöst, dass das Ganze immer noch stylisch aussieht. Und hier hinten rein kommt jetzt gleich meine Küche. Und da kann mir vielleicht die Draki einfach mal helfen, weil du hast ja schon ins Schloss rein eine Küche gebaut, dass ich da auch hier so eine kleine Kochzeile reinkriege. So, kleiner Cut. Und jetzt ist die Draki auch schon bei mir. Dann kannst du jetzt nämlich mal Nicht gucken geworbt. kommen. Kannst nämlich mal gucken kommen. Hier hinten soll jetzt eine kleine Küche rein, die dafür ausreichen soll, im Endeffekt hier diesen wunderschönen Gastraum zu bewirten. Ich finde es eine sehr gemütliche kleine Sitzecke hier, wenn auch sehr, sehr simpel ge gebaut. Nee, ist doch völlig, ist doch eine hübsche Sitzecke. Ja. Ja, nee, ich bin jetzt nämlich in meinem Schloss gerade mir überhaupt nicht schlüssig, wo ich jetzt als nächstes hätte weitermachen wollen, sollen können. Entsprechend ist es ganz gut, komme ich mal zu dir hier rüber. Guck uns mal deine Genau. Küche hier an. Ich würde ja jetzt einfach hier mal 2 bis 3 Öfen reinstellen, je nachdem, wie viel Platz wir jetzt da haben. Da muss ich gleich mal gucken. Ja, mach das mal. So, wo finde ich denn nochmal den Ofen? So, ich baue jetzt hier. Wo ist der Ofen? Ich baue jetzt hier gerade mal noch einen. Ich fange jetzt mal an, hier die Zimmer mal auszudekorieren. Mal Da war da, aber gucken, du. ob ich das hinkriege. Gibt in Essa übrigens auch hellblaue Kängurus. Wenn mir irgendjemand da draußen erzählen kann, was diese hellblauen Kängurus machen, ob man die vielleicht auch satteln und reiten kann, dann möge er das in die Kommentare schreiben. Okay. Ja. Hellblaue Kängurus. Ja, die sind voll süß. Ja klar, kann man die reiten, wäre natürlich jetzt die einzigst logische Frage. Das ist Ja, mir klar, als na, Schrank noch ansonsten. ein bisschen zu doof. Geht das hier so als Schrank durch, dass man hier so ein paar Klamotten reinlegen kann? So, ist hier noch ein kleiner Tisch. Mit einem Stuhl. Ne, der Stuhl muss natürlich ein bisschen. Ein Stuhl und ein Tisch, den möchte ich noch gerne. Ah, vielleicht so, hierhin den Stuhl und dahin den Tisch. So, super. Haben wir eine sehr, sehr schöne spartanische Gasthauseinrichtung. Sieht aus wie eine japanische fünfköpfige Familienwohnung. Wunderbar. Hier haben wir so einen kleinen Schrank, da kann man Klamotten reinlegen, ein Tisch, ein Bett, ein Stuhl. Ne, zwei Betten sogar. Es ist die Luxusausführung. Es ist die Honeymoon Suite quasi. So, und ich gucke jetzt mal bei der Draki unten, was die jetzt mit der Küche so anstellt. Ah ja, was ist dieses blaue hier? Das ist Packeis für deine Kühltruhe. Das geht. Ah, da muss ich doch um sofort ein Schild reinmachen. Da muss ein Schild hin. Das muss man mal für die Nachwelt aufheben.
Liebe Leute, so, das brauche ich vielleicht noch, das brauche ich auch noch. YouTube brauche ich nicht mehr. So. Und zwar ein Schild. Und zwar die Kühltruhe. Truhe. Muss bloß gucken, wenn du jetzt da ein Schild hängen hast, ob die Truhe noch aufgeht. Ja, geht so, okay. Kühltruhe. Die Kühltruhe. Bam. So. Ich hab dir da sogar schon Essen reingepackt, damit du nicht verhungerst. Sehr schön. Hier haben wir ein paar Öfen, genau. Und dann können wir hier noch eine kleine Anrichte hinbauen. So. Ja, richtig. Gibt's hier noch eine kleine Anrichte? Naja, braucht man keine Tür. Es ist nur offene Küche. Der greift dann hier einfach rein, holt hier sein wunderbares rohen Fisch raus und die Möhren, wirft die in den Ofen und danach auf die Anrichte und dann wird das schon jemand hier zum Tisch tragen. Wunderbar, vielen Dank, liebe Draki, damit jetzt müssen wir nur noch mal gucken, jetzt soll natürlich der Koch auch nebenbei mal sich draußen das wunderbare Regenwetter anschauen können. Gibt's auch noch eine, nee, ich glaube, das ist blöd, oder? Das ist ein blöder Kontrast mit deinem Packeis. Nee, der Koch, der muss den ganzen Tag den kahlen Stein angucken. Sind eben harte Zeiten. Ja, komm mal mit nach oben, bitte. Ich komm gleich, ich such grad Kohle. Wo war denn hier die Kohle nochmal? Kohle. So, ich kann ja schon mal derweil draußen das Schild anbringen, weil dass der Sarazar dann auch sieht, was das hier eigentlich ist. Das ist das Gasthaus. Zur Post. So, Gasthaus zur Post. So. Ja. Übrigens wurden wir gefragt in den Kommentaren, der Sarazar soll wohl gesagt haben, dass Sommerland fast fertig ist, also die Map. Da wurden wir jetzt gefragt, was unsere Meinung dazu ist. Also ich persönlich wüsste noch nicht, dass die Map fertig ist. Also unsere Map hier noch auf gar keinen Fall, weil wir haben ja noch endlich viel zu tun. Ich habe ja gerade erstmal das erste Haus hier draußen fertig gemacht. Deswegen kann man da noch nicht so von fertig sprechen. Aber ich denke mal so allgemein, wenn ich mir andere Welten angucke, die Porkys zum Beispiel oder die Burgenwelt von Mafuyu, ich glaube, da sind einige Teile wirklich schon recht weit fortgeschritten. So. Ja, das glaube ich auch. Komm mal mit, also Raki, andere bitte. Sind da wesentlich weiter als wir, aber andere haben auch, glaube ich, wesentlich mehr Minecraft-Erfahrung als wir. Raki, hinter dir. Ja. Komm mit. Kannst du nochmal oben nochmal meine spartanische, ja, also wie gesagt, dieses Zimmer ist einer japanischen Wohnung für 5 Personen nachempfunden. Ne, hier haben wir so einen kleinen Schrank, da kann man Klamotten reinlegen, Tisch, Stuhl und 2 Betten. Ah, und ein Fenster, Regal. Und ein Fenster zum Rausgucken. So, jetzt gibt es hier nebenbei, und hier baue ich jetzt gleich was rein. Ich glaube, hier baue ich das mal so andersrum, da baue ich jetzt hier die Schrankwand hin. Ich glaube, das Zimmer ist sogar noch ein bisschen größer hier. Naja, egal, ist eben so. Man kann ja jetzt hier nicht für jeden das Megazimmer bauen. Ja, du musst ja auch verschiedene Preisklassen anbieten, ne? Ja, wie gesagt, das ist dann hier die Variante. Deine Hühner wollen übrigens, glaube ich, Enten sein. Meine Hühner wollen Enten sein? Ja, die schwimmen ja alle so im Wasser rum. Okay. So, dann baue ich diesmal hier den nee, das sieht blöd aus. Der Stuhl muss hier. Überlege gerade. Und der Tisch, den machen wir hier in die Ecke diesmal. So, haben wir den Tisch, den Stuhl. Nee, das ist auch blöd, der Tisch da. Ups. Überlege gerade, ob ich mich mal hier da zu dir nach draußen geselle. Zu mir nach draußen? Ein bisschen am Dorf bearbeite. Das kannst du natürlich machen, weil, ja, ich bin jetzt ja grundlegend, habe ich jetzt das Gasthaus erstmal soweit in einer guten Verfassung. Ich finde die Idee mit der Kühltruhe finde ich extrem gut. Ich mache da sogar noch ein Schild hin. Was hast du denn noch für ein Schild hin? Das ist Eis. Kühltruhe in meiner Schlossküche sehen auch so aus. Und in den Kommentaren stand, dass das durchaus Anklang findet. Ja. Ja, ist ja auch gut. Ich habe jetzt überlegt, ob ich einen kleinen Bauernhof oder sowas hinbaue. Geht fürs Schloss momentan so ein bisschen die Inspiration. Also wenn da noch Ideen sind, bitte immer rein in die Kommentare. Genau. Bauernhof. Ja?
Genau. Ja, wir müssen jetzt nämlich gerade mal Schluss machen mit der Aufnahme. Also wenn ihr noch Ideen habt für Draki, fürs Schloss, was sie dann noch alles mit reinbringen kann, haut es einfach in die Kommentare. Wir machen jetzt hier mit unserer kleinen angesiedelten Ortschaft weiter. Allerdings erst in der nächsten Aufnahme, also in der nächsten Folge. Bis dahin, liebe Leute, wir freuen uns auf eure Kommentare. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann.